Hallöchen und weiter geht's mit Dragons. So, legen wir einfach mal los. Johann, würde ich sagen, checken wir später ab. Erstmal fangen wir mit unseren Drachen an und sammeln hier natürlich erstmal alles ein, was wir einsammeln können und sehen dann auf jeden Fall gemeinsam weiter. So, das haben wir erledigt. Dann switchen wir gleich mal hier runter auf den Teil der Insel und zwischen dann gleich auf die nächste. So, fischtechnisch sieht es natürlich nicht so gut aus. Dagegen sieht es holzmäßig auf jeden Fall relativ gut aus bei uns. Aber wir müssen uns leider noch ein bisschen gedulden, weil das Problem, was wir haben, unsere Akademie wird gerade noch ausgebaut. Und zwar auf Level Nummer 13, 3 Tage, 8 Stunden brauchst du noch, bis wir dann wieder Drachen trainieren können. Das ist natürlich bitter, weil klar, unsere Drachen entspannen jetzt die ganze Zeit, können nur Materialien sammeln. Und das ist auf alle Fälle richtig bitter. So, hier haben wir noch ein Drachenei. Können wir mal gucken. 112 Runen könnten wir investieren, um das jetzt schon abzuschließen. Aber das will ich eigentlich nicht, weil wozu? Das macht auf alle Fälle keinen Sinn. Von daher lassen wir das so wie das. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir checken erstmal ab, ob wir beziehungsweise welchen Drachen wir als nächstes zum Titandrache pimpen können. Wen wir als nächstes so weit trainieren, bis auf Level Nummer 51. Da hätten wir hier Snoggle, Tor, Gröbster und Kotztüte. Dann hätten wir hier unseren maskierten süßen Tod. Den eher weniger, weil den habe ich schon. Und dann hätte ich natürlich hier noch meinen Knochenstreifer. Also einen von den dreien müsste ich auf jeden Fall als nächstes als Titan oder zum Titandrache machen. Beziehungsweise zu Valka schicken und Valka macht es schon für uns. So, wie gesagt, schreibt ihr mal in die Kommentare, welchen ich da nehmen soll. Soll ich da den maskierten süßen Tod nehmen, den Snoggletalk, Rülpser und Kotztüte? Oder eventuell dann doch den Knochenstreifer? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Oder eventuell dann noch einen ganz anderen, und zwar den ich hier ausbrüte. Wenn ihr wisst, welcher das ist, schreibt das mal in die Kommentare. Hier ist das Drachenei, seht da selbst. Ich meine, ich hoffe einfach mal, dass ihr den auch bekommen habt. Das ist ein Eventdrache, von daher habe ich euch auf jeden Fall in der Vergangenheit die Daumen gedrückt. So, checken wir erstmal, Johann, was hat der für uns für 58 Mille? Können wir hier wieder zuschlagen? Das machen wir natürlich auch gleich, weil holztechnisch sind wir auf jeden Fall so gut bestückt, das, was uns ganz lässig leisten können. Von daher passt das. So, dann könnten wir eigentlich sagen, wir sammeln das hier erstmal ein, gucken, was er uns mitgebracht hat. Ah, 615.000 Fisch, okay. Nein, danke. Ich wollte eigentlich ein Ei vom süßen Tod haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Klar, hier für das Event könnten wir natürlich auch den süßen Tod auf Level 48, unseren maskierten süßen Tod auf 48 pimpen. Von daher wäre das natürlich auch relativ sinnvoll, wenn wir den auch als allererste zum Titandrache machen. Was sagt ihr? Also, wenn ich hier rufe, ihr seht dann, ja. Hier haben wir ihn. Wenn ich den zum Titan und auf 48 pimpe, dann ist eigentlich alles Paletti. Dann habe ich die Aufgabe erstmal erledigt und dann könnte ich auf jeden Fall Materialien suchen, ohne dass ich den anderen süßen Tod noch brauche. Das würde auf jeden Fall passen. Von daher denke ich mal, dass ich dann mich für den süßen Tod entscheide. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt, also für den maskierten süßen Tod sicherlich. Ich weiß ja nicht, was ihr sagt. Sagt ihr, ja, nehm lieber doch einen anderen oder hast recht, nehm den, der ist eigentlich relativ nice. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Wir können hier mal gucken, ob wir hier den nächsten Kampf eventuell bestreiten können. Ja, eine gute Chance haben wir. Ohne Zahn ist auch dabei. Von daher sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Mal kurz was gucken. Mit denen könnte ich es auch schaffen. Wie gesagt, das ist eigentlich völlig egal. Aber ich würde sagen, wir nehmen natürlich unsere fünf Besten mit ins Boot und mit denen probiere ich es einfach aus. Gucken, was wir hier so reißen können, ob wir packen oder nicht, werden wir natürlich erst nach dem Kampf sehen, beziehungsweise nach der Verteidigung. So, los geht's. Ich würde sagen, wir checken erstmal ab, wo was steht. Fernschussschiff, okay. Oha, das ist auf jeden Fall richtig mies. Gut, da müssten wir dann auf jeden Fall hier hinten irgendwo hin. Würde ich sagen, schicken wir die erstmal hier unten lang. Oha, oha, oha. So, dann müsste ich die dann gleich hier vorne hinschicken.
Alles klar, wissen wir Bescheid. So, dann würde ich sagen, legen wir erstmal mit dem hier los. Dann kommt der hinterher und dann kommt der auch noch. Dann könnten wir die drei erstmal hier hinschicken. Dann werden die nämlich nicht mehr angegriffen. Komm, macht schon, macht schon, macht schon. So, und dann können sie da oben hoch. Ich glaube, da haben wir eigentlich relativ gute Chancen. Müssten das eigentlich packen. So, der war wichtig. Ah, bittere Aktion. Hätten wir mal lieber aufs Schiff geknallt, aber ist egal. Auf jeden Fall kriegen wir unsere zwei Schlüssel, denke ich. Alter, von hier hinten ballert auch noch einer. Sehr richtig nice. So, auf jeden Fall packen wir es relativ gut. Ich denke, wir haben uns ganz gut verkauft. Von daher haben wir den Sieg auf jeden Fall verdient. So, zwei Schlüssel haben wir. Ich bin auf alle Fälle gespannt, was wir dafür kriegen. Da werden wir natürlich erstmal die Lage checken, gehen hier auf weiter und gucken, was es dafür gibt. Kommt zwar immer darauf an, was wir, wie gesagt, anklicken. Mann, Alter. So, sammle deine Belohnung ein. Was nehmen wir? Ich nehme den. Jo, 18 Zahnräder, richtig nobel. Und nochmal 15, richtig geil. Alter, habe ich alles richtig gemacht. Die kann ich auf jeden Fall richtig gut gebrauchen, und zwar für meine Sammlung. Und zwar haben wir die Sammlung hier. Ich kann den verteidigenden Skrill bekommen, da brauche ich eben so einen Wikingerhut und jetzt noch 121 so eine Zahnräder. Klar, da habe ich noch gut zu tun, von daher dauert es auch noch eine Weile. So, dann würde ich sagen, schicken wir unseren ohne Zahn erstmal wieder los. Da würde ich sagen, machen wir das aber ein bisschen anders als sonst. Und zwar, da würde ich sagen, werden wir die Klingpeitsche erstmal suchen. So, 21 Stunden, 35 Minuten. Ich denke, das ist eigentlich eine super Zeit. Das kann man auf jeden Fall bringen. Von daher legen wir da gleich mal los und schicken den auch erstmal los. Drückt mir die Daumen, dass es funzt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da was geht. So, wie gesagt, außerdem freue ich mich, in 8 Stunden, 14 Minuten habe ich meinen nächsten Drachen hier am Start. Von daher läuft es. So, wie gesagt, für heute sind wir erstmal wieder durch. Zu tun haben wir erstmal nichts mehr. Von daher würde ich mich auch erstmal verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.